Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dass Louis heute auftaucht, um uns im Gemeinschaftszentrum zu führen. Oh, Clint, nicht Louis. Hi, guten Morgen. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen und Erze gefunden hast. Das ist gut. Wenn du das meiste aus deinen gefundenen Erzen holen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Zufälligerweise habe ich auch extra ein Set Blaupausen herumliegen. Hier, du kannst sie haben. Yay! Das ist cool. Herstellung eines Schmelzofens gelernt. Mit dem Schmelzofen kannst du die Metallbarren schmelzen. Diese Barren können für die Herstellung, Konstruktion und für Werkzeugverbesserung genutzt werden. Wenn du ein paar Kupferbarren geschmolzen hast, kannst du dir überlegen, ob ich eines deiner Werkzeuge verbessern soll. Das erleichtert dir deine Arbeit ungemein. Und dann, ich gehe nach Hause. Mach's gut. Okay, das ist super. Das werden wir auch sofort bauen. Weil der Schmelzofen echt wichtig und praktisch ist. Mir ist auch gestern, ich habe ja gestern die neuen Regenwürmer entdeckt und war schon mega buff. Und da haben wir Karottensamen bekommen. Und ich habe erst nach der Aufnahme realisiert, dass Karotten ja auch neu sind. Das war so, okay, wie konnte ich das verpasst haben? Ich habe mich in meinem letzten Let's Play noch darüber ein bisschen, ich war irritiert, dass Karotten fehlen. Weil ich dachte mir so, das ist doch so quasi das Standardgemüse für sowas. Und jetzt sind Karotten dabei. Mega cool. Mega, mega cool. Und ihr habt gemeint, dass diese Quest auch noch ein bisschen buggy ist. Und ich hoffe auch, dass es bald gefixt wird. Ich werde einen Schmelzofen herstellen. Alles ohne Stress. Machen wir gleich. Und ich weiß gerade nicht, was ich mit meinem Geld machen soll. Ob ich jetzt nochmal neue Samen hole oder ob ich doch das Geld direkt ausgebe für den größeren Rucksack. Dass wir ein größeres Inventar haben. Ich weiß es noch nicht. Ah, cool. Hier können wir jetzt direkt einen Baum einpflanzen. Weil es ist schon anstrengend. Ich habe halt immer mein... Ihr habt mir auch geschrieben, oh, du hast deine ganzen Werkzeuge dabei. Und ich so, ja, hab ich. Weil ich einfach... Irgendwie bin ich so gewohnt, die dabei zu haben, dass ich mich nur schwer davon trennen kann. Aber es bringt auch nichts, die ganze Zeit mit rumzuschleppen. Von daher, ich muss mal schauen. Ich muss einfach mal schauen. Ich bräuchte aber, glaube ich, für meinen persönlichen Spielstil, bräuchte ich das größere Inventar. Okay, wir gehen mal gucken. Robin hier. Ich weiß, du hast eine Menge Steine auf deinem Hof herumliegen. Wenn du welche übrig hast, könntest du dir überlegen, ob ich dir nicht vielleicht einen Brunnen bauen soll. Brunnen kannst du überall auf dem Hof platzieren und sie sind sehr praktisch, um deine Gießkanne schnell wieder aufzufüllen. Schau einfach bei meinem Laden mit 75 Steinen und 1000 Gold vorbei, wenn du bereit bist. Ah, sehe ich gerade nicht. Ich habe gesehen, dass du die alte Mine erkundet hast. Du hast die Seele eines Abenteurers, so viel kann ich schon einmal sagen. Wenn du 10 Schleime erledigen kannst, hast du dir einen Platz in meiner Abenteurergilde verdient. Pass auf dich auf, Marlon. Aufnahme. Ich hatte schon ganz viele Schleime gekillt. Naja. Ansonsten. Schritt 2 heute ist... Was wollte ich jetzt ursprünglich... Was wollte ich mal... Schmelzofen bauen. Wir brauchen Kupfererz. Wie viel haben wir einstecken an Kupfererz? Einer fehlt. Okay, das heißt, wir gehen doch nochmal in die Mine. Und ich suche einen wilden Meerrettich nach wie vor. Wir gehen in die Mine. Ich packe den ganzen Kram jetzt mal hier raus. Die Steine kann ich mitnehmen. Die hier werden wir eh gleich wieder haben. Wir gehen nochmal in die Mine. Gucken, dass wir die Schleime töten. Dass wir noch ein bisschen Kupfererz sammeln. Dass wir unsere Werkzeuge verbessern können. Und wenn ich einen wilden Meerrettich übersehe, dann könnt ihr mich gerne schimpfen. Aber ich habe das Gefühl, die sind gerade echt ein bisschen rar gesät. Aber ich bin mega hyped, was man noch alles so entdecken kann. Ich glaube auch, die haben das Teleskop verändert vom Aussehen. Es war, glaube ich, vorher ein bisschen fröhlicher. Was? Ich habe dich nicht verstanden. Ich bin damit beschäftigt, über etwas nachzudenken. Was willst du? Nur Hallo sagen. Nur Hallo sagen. Okay, einmal schnell die Mine. Gucken, dass wir diese beiden Quests erfüllt bekommen. In der Abenteurergilde bekommt man immer recht coole Belohnungen, wenn man die einzelnen Sachen erledigt hat. Und da ist es schon lohnenswert. Hat direkt die Leiter gefunden. Nee, ich suche aber auch Schleime und Kupfer. Hier will ich auch mal gucken. Oh, ich hätte die Höhlenkarotte mitnehmen sollen. Naja.
Hinterher ist man schlauer. Tiefer in die Mine. Hallo Käfer. Käferfleisch. Schleim. Komm her. Nice. Oh, ihr habt mir auch geschrieben, ihr habt einen Kobalthut gefunden, unten bei der Maushütte. Da will ich auch mal gucken gehen, ob ich den auch entdecke. Hier ist ja gar nichts. Wir müssen unbedingt tiefer in die Mine. Komm her, Käferfleisch ist super, das brauchen wir später eh noch für einige Sachen. Das würde ich auch gerne aufheben. Da hier, perfekt. Ein bisschen Quarz, das ist auch immer cooles Material. Und die schöne Höhlenmusik, die mag ich auch. Die Minenmusik ist großartig. So, jetzt haben wir wenigstens genug Kupfer für den Schmelzofen. Also zumindest für einen. Aua! Ich brauche vielleicht irgendwann eine bessere Waffe. Vielleicht irgendwann. Mit irgendwann meine ich gerne noch jetzt. Also im Sinne von bitte sofort. Oh cool, eine Höhlenkarotte. Stein. Hier ist noch eine Kiste. Perfekt. Und das Inventar ist ja gleich wieder voll. Das ist halt so... Ah. Auch, ich brauche den Rucksack. Da führt kein Weg dran vorbei. Wo ist denn die Leiter? Hier, danke. Oh nein! Ah, perfekt. Nee, sind Schleime. Das ist gut. Trotzdem müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, Alter, ist der stark. Oh Gott, warum treffe ich euch denn nicht richtig? Bitte. Danke. Ich weiß gar nicht, ob es den Großen kommen, meistens noch kleinere raus. Ich weiß gar nicht, ob es bei denen jetzt auch der Fall ist. Nein. Es gibt aber irgendwann später, glaube ich, Schleime, da kommen kleinere raus. Die sind aber lila, meine ich. Und ich finde die kleinen Schleime tatsächlich sehr viel aggressiver als die Großen. Glaube ich, wie bei Hunden. Wie man langläufig behauptet. Ich habe keine Ahnung, ob kleine Hunde aggressiver sind als große. Was heißt auch immer. Großen sehen nur böse aus. Ach nee, guck, da sind jetzt kleine Schleime rausgekommen. Aua. Oh Gott, ich bin auch mega geslowt. Ah, perfekt. 10 Schleime haben wir. Ah, super. Ja, bei diesen Höhlen mit dem Skelettkopf oben links, da muss man alle Monster töten, damit dann die Leiter erscheint. Aber ist gar kein Stress mit diesem Billo-Schwert. Ist das schnell gemacht. Mit schnell meine ich gute halbe Stunde. Komm her. Ja, doch nicht so, guck mich doch nicht so aggressiv an. Gleich haben wir es. Kleinen Stress. Aua. Oh Gott. Alles entspannt. Nur noch ein Schleim. Sehr gut. Hier ist noch einer. Das war ja easy. Gar kein Stress. Zehn von zehn würden gern jetzt doch auch ein bisschen Schwert finden. Wie ich das sagt, die Kohle würde ich auch gerne mitnehmen. Weißalge, Grünalge, irgendwas. Aber ich würde die Kohle lieber mitnehmen als Weißalge. Das Harz kommt weg. Tut mir leid. Das Harz ist super für Dünger. Aber ich würde jetzt doch lieber die Kohle mitnehmen. Wir müssen ja noch ein bisschen Kupfer mitnehmen, damit wir dann genug haben für unseren Kupferbarren. Und wir brauchen die Kohle, um den Schmelzofen dann auch anzuwerfen. Von daher, das Harz ist, finde ich, einfacher zu bekommen als Kohle. Man kann sich Kohle auch kaufen, aber das ist super teuer. Gerade am Anfang ist das eine sinnvolle Idee zu machen. Dann lieber in den Rucksack investieren. Der dritte Abenteurergilde bei, das können wir gleich machen. Die hat jetzt sogar auf um die Uhrzeit. Ich würde gerne nur auf Ebene 10 kommen. Weil dann ist wieder der Aufzug an der Stelle freigeschaltet. Ah, hier ist ja noch Kupfer.
Später gibt es auch noch Ringe, die machen so ein kleines Lichtfeld um einen herum. Da sieht man ein bisschen besser in der Höhle. Natürlich könnte man sich auch überall Fackeln aufstellen, aber dazu bin ich zu faul. Hallo, Leiter. Hier ist die Leiter. Hier. Leiter, hier. Hier, Leiter, aber hier. Okay, hier ist die Leiter. Hier. Komm schon. Leiter hier. Eigentlich habe ich. Oh, da ist die Fackel noch. Die können wir nicht mitnehmen. Kein Platz mehr. Hier ist die Leiter. Hier. Vielleicht haben wir es. Einfach, wenn ich keine Energie mehr habe und ich nicht mehr runterkomme, um Ebene 10 aufzusuchen, dann wird die Leiter auftauchen. Leiter. Das ist jetzt dein Ernst? Ohne Geode. Wir machen folgendes. Ich esse die Grünalge. Ich weiß, es heißt Grünalge, aber welche Dinge gerne sehr falsch aus. Du hast eine Geode gefunden. Der örtliche Schmied kann sie dir aufbrechen. Wer weiß, was darin verborgen ist. Manchmal Artefakte, manchmal anderer Kram. Ich weiß, ich suche doch nur die Leiter. Bitte, Spiel. Oh mein Gott, wie viel habe ich denn noch? 11. Wo ist denn diese Leiter? Ich muss noch hier die Weißalge essen. Unglaublich. Beim ersten Versuch direkt die Leiter gefunden. Unbeschreiblich. Cool. Lederschuhe. Stark. Du erhältst Lederschuhe. Super. Wir gehen wieder hoch. Ich ziehe die Lederschuhe direkt an. Plus 1 Verteidigung, plus 1 Immunität. Sehr gut. Dann einmal zu Marlon. Sieht die jetzt auch vielleicht anders aus von innen? Ja, das hier ist doch, das ist neu. Das war vorher nicht so mit dem Wasserfall. Ich sehe keine Veränderung. Hofbuch aktualisiert. Ah, stark, jetzt könnte ich mir ein Schwert holen. 3-7 Schaden. Aber 250 sind halt 250. Amethystring erhöht Zurückstoßen um 10%. Waffengenauigkeit 10% plus 1 Verteidigung. Wandschwert. Es gibt aber neue Möbelstücke. Dekoratives Schwert. Das ist ja nice. Die sind auf jeden Fall neu, die beiden Sachen. Nee, 250 sind 250. Und hier kriegt man, je nachdem wie viele Monster man getötet hat, dann auch eine Belohnung. Das sind echt coole Sachen dabei. Komm wieder, wenn du mir was zu zeigen hast, Kind. Mach ich. Wir gehen einmal zurück. Auf den Hof, machen unser Inventar ein bisschen leer, bauen uns den Schmelzofen. Und werden unsere ersten Kupferbarren einschmelzen. Hey, Abigail macht Musik. Tag. Ich finde es immer schön, die ganzen Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner haben auch meistens Hobbys, denen sie nachgehen. Und ich finde das immer so schön dargestellt. Abigail macht gerne Musik. Bastian ist gerne an seinem PC. Sam macht Musik. Mit seiner Gitarre. Ich krieg gar nicht alle Hobbys zusammen. Penny liest sehr viel. Emily schneidert. Ellie macht, glaube ich, gerne Fotos. Was auch sehr cool ist. So, einmal, du kommst hier in den Boden. Ah, ich wollte auch noch. Wie heißt's? So, dich nehme ich mit. Ich wollte noch eine Vogelscheuche bauen. Danke, dass ihr mich daran erinnert. Zack, 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 zack. Dich brauche ich. Und schon wieder randvoll. Wir brauchen unbedingt die Vogelscheuche, Fasern. Dann kommst. Aber was packe ich denn jetzt weg? Die Geode kommt mal kurz hier rein, die Fasern nehme ich mit und dann bauen wir eine Vogelscheuche. Zack. Ja, ich weiß, mein Inventar ist voll. So, die stelle ich gerade mal hier hin. Damit ich auf gar keinen Fall sehe, was dahinter gebaut ist. Ich gieße ich noch. Und jetzt, ein Schmelzofen. Sehr gut. Stell dich mal ganz faul einfach hier hin. Und dann machen wir die ersten Kupferbarren rein. Also ein Schmelzofen reicht halt nicht. Später muss man, keine Ahnung, ich hatte glaube mal im alten Speicherstand hatte ich 10 oder sowas.
Ist eine ganz gute Größe gewesen. Aber kommt immer auf den eigenen Spielstil an. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Unnötiges Sortieren des Inventars. Wir haben ja echt nur noch eine Kohle. Und die Geode können wir aufbrechen gehen. Das kostet aber, glaube ich, ein bisschen Geld. Das machen wir dann morgen. Schmelzen. Nutze deinen Schmelzofen, um einen Kupferbarren zu schmelzen. Machen wir. Effekt ist doch schon fertig. Sehr gut, dann können wir direkt den nächsten reinschmeißen. Wir brauchen jetzt halt viel mehr Kohle. Beziehungsweise wir können uns, glaube ich, auch ein Gerät bauen, das aus Holz Holzkohle macht. Das ist auch ganz cool. Aber haben wir jetzt noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Bett. Wir haben eh nicht mehr so viel Ausdauer. Hab ich eigentlich... Nee, morgen ist Königin der Soßen im besten Fall dran. Oder kommt die Königin der Soßen erst, wenn man eine Küche hat? Das weiß ich gerade gar nicht. Wir werden es rausfinden. Oh, es regnet. Sehr gut, da muss ich nicht gießen. Königin der Soßen. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist Gemüsepfanne. Der perfekte Weg, um etwas gesundes Grünzeugs auf deinen Teller zu zaubern. Schwitze das Gemüse in etwas Sesamöl an und wirf eine Menge frischen Ingwer und Knoblauch dazu. Jetzt tief durchatmen. Oh, das ist gut. Du hast gelernt, wie man Gemüsepfanne macht. Das klingt super lecker, auch in echt. Cool. Kartoffeln sind fertig. Das gibt gutes Geld. Inventar voll. Natürlich Inventar voll. So, du kommst hier rein, du kommst hier rein. Ich nehme mich mit. Dann gehen wir nämlich mal zu Clint und gucken, ob wir die öffnen können und was sie darin enthalten ist. Ja, ihr meintet, ich muss nicht immer alles mitnehmen. Ihr habt doch recht, ich brauche die Hacke zum Beispiel nicht. Die kann ich hier lassen. Die Sense bräuchte ich eigentlich auch nicht, aber ich will die Fasern schneiden. Für die Chance auf den lebendigen Hut. Die Angel nehme ich mit, falls ich dann doch spontan Lust habe zu angeln. Das ist dieses Problem bei mir. Ich will die Sachen immer dabei haben. Wir gucken schnell nach den Hühnern. Die Kartoffeln verkaufe ich direkt bei... Nee, komm, wir packen die Sense hier rein. Wir holen sie gleich wieder zurück. Ich will die direkt bei Pierre verkaufen. Nee, Pierre hat, glaube ich, Pierre am Sonntag zu. Was ist die Frage der Fragen? Oh, hi, ihr beiden. Ah, das weiß ich gerade gar nicht. Oder ist nur Mittwochs der Ruhetag? Wir verkaufen die beiden Sachen und wir nehmen die mal mit. Es kann auch sein, dass Clint heute gar nicht auf hat. Ist hier noch ein Meerrettich versteckt? Nein. Ah, Regenwürmer. Jetzt habe ich die Hacke nicht dabei. Guck, ich muss die Hacke auch mitnehmen. Ich schaff das nicht. Ich muss meine gesamte Werkzeugsausrüstung einfach dabei haben. So. Sorry, aber ich krieg das nicht anders hin. Die Kartoffeln verkaufen wir jetzt einfach auch direkt. Dann haben wir wieder Platz. Und dann fehlt auch nicht mehr viel bis zum Rucksack. Oh, ein Buch! Perfekt. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Die Sammlung in der Bibliothek wurde erweitert. Können wir direkt mal lesen gehen. Jetzt mal spaßeshalber schauen, ob Pierre auf hat. Ist ein neuer Auftrag da? Nein. Es ist verschlossen, aber öffnet im Neuen. Sieh mal einer an, Pierre hat sogar auf. Hallo Shane. Dieses Wetter macht mich durstig. Man kann auch in den Mülltonnen kramen, man sollte sich dabei aber nicht erwischen lassen von Dorfbewohnern. Manchmal entdeckt man aber echt coole Sachen da drin. Manchmal auch gar nichts. Manchmal sind so Proteinriegel drin und auch andere Ressourcen, das ist ganz cool. Die Regentropfen sind auf dem Metalldach unseres Wohnwagens wirklich laut. Es ist aber beruhigend. Ich konnte auch. Ich bin früher in einer Dachgeschosswohnung groß geworden. Und ich bin wirklich geräuschempfindlich. Außer Regen. Regen auf dem Dach, Regen auf Fenstern. Oh, das ist für mich mit eines der schönsten Geräusche überhaupt. So. Das ist ein Buch von Mani. Tiere sind sehr empfindlich. Sie mögen es, jeden Tag gestreichelt zu werden und mögen das Gras draußen mehr als trockenes Heu. Sie mögen es aber nicht, im Regen zu stehen.
Glückliche Tiere produzieren höherwertige Erzeugnisse. Nice. Achso, da wollte ich auch noch gucken, ob sich das hier erweitert hat, die Museumsausstellung. Sieht aber noch genauso aus wie vorher. Beziehungsweise es waren vorher auch noch freie Plätze zur Verfügung. Wir müssten jetzt mal schauen. Hier könnte man bestimmt auch schon sehen, ob irgendwas Neues dazugekommen ist. Der richtige Profi kann das bestimmt erkennen. Für mich... Oh, das hier sieht neu aus. Das kann ich gerade nicht zuordnen, was das ist. Ansonsten... Gucken wir mal, wie die Korallen... Das sieht auch neu aus. Ah, spannend. Minerale... Da bin ich echt überfragt. Ich gucke eigentlich aber gerade nach den... Das ist, glaube ich, gar nicht dabei. Nach den Artefakten. Ich werde reingehen. Ich brauche einen Moment Ruhe. Nimm dir die Zeit, Penny. Nimm dir die Zeit. Ich gehe mal schnell zu Clint. Und hoffe, irgendwas Cooles in den Geoden zu bekommen. Geoden aufbrechen. 25, das ist schon am Anfang echt teuer. Aber 5 Kohle lohnt sich. Guter Preis dafür. Und unser erstes Mineral. Granit. Günther kann dir mehr darüber zu erzählen, wenn ich sie Museum spende. Das machen wir auch gerade. Es gibt so ein paar Sachen, die sollte man nicht sofort spenden. Aber Granit gehört nicht dazu. Entsetzlich. Nicht ein einzelnes Stück in der gesamten Kollektion. Was meinst du? Du hast etwas gefunden? Lass mich sehen. Bemerkenswert. Es ist sehr alt. Es ist ja ein Stein. Alle Steine sind sehr alt. Ich würde es gerne genauer unter die Lupe nehmen. Aber es gehört dir. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Würdest du eventuell neue Fundstücke wie Artefakte oder Minerale spenden? Wir könnten zusammen bahnbrechende Entdeckungen machen. Und wer weiß, wenn du weiter spendest, schicke ich dir vielleicht den ein oder anderen interessanten Gegenstand, über den ich stolpere. Eigentlich verblüffend, oder? Jeder Stein, den wir haben, der ist uralt. Was? Denk darüber nach, ja? Wenn du etwas spenden willst, bringe das Objekt einfach hier zur Rezeption. Okay, habe ich das jetzt schon gespendet? Glaube nicht. Nein. Wir machen hier unten vielleicht eine Mineralsammlung auf. Ich versuche das diesmal ein bisschen besser zu sortieren als beim letzten Mal. Aber ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Yay! Oh, 250 Gold. Nice! Okay, ich weiß nicht. Sollten wir doch noch erstmal neue Kartoffeln kaufen? Ah. Ich sollte mir einfach 50-50 machen. Ich kaufe für die Hälfte des Geldes kaufe ich neue Kartoffeln. Und für die andere Hälfte, die spare ich für den Rucksack. Und wir gehen nochmal gleich angeln. In der Hoffnung, dass wir da nochmal ein bisschen Geld zusammenbekommen. Haben sie eigentlich hier noch irgendwas verändert? Komme ich hier schon rein? Nice. Weil hier hinten ist zum Beispiel der Joba-Schrein. Das ist die Religion in Stardew Valley. Der Gottheit Joba, Altar von Joba. Hier wird ja auch regelmäßig zu einem Gottesdienst getroffen. Das Tal ist im Regen interessanter, findest du nicht? Aber ansonsten sieht die Wohnung ziemlich aus wie vorher. Okay. Kartoffelsetzlinge, komm. Die Hälfte des Geldes, habe ich gesagt. Ah, 14. Das ist aber eine ganze Menge. Das ist gut. Dann pflanzen wir die mal schnell ein. Und dann gehen wir nochmal angeln. Bei Regen, glaube ich, beißen die Fische eh. Das sind zumindest andere Fische, die anbeißen. Aber ich würde auch gerne noch mehr... Ich würde auch gerne noch meinen wilden Meerrettich finden. Und ich würde auch ganz gerne noch... wilde Meerrettich und... Was wollte ich sagen? Mehr Regenwürmer finden. 1, 2, 3. Perfekt, ist auch schon gegossen. Dann mache ich hier nochmal... Ne, kann ich gar nicht. So, dann kommt ihr hier
Nee, ich pack jetzt. So, wir brauchen das alles nicht. Ich nehme nur die Angel und die Hacke, falls ich doch Regenwürmer finde. Ich lerne aus meinen Fehlern ab und zu. Wir gehen mal runter und gehen angeln. Und hoffen, dass wir noch was Cooles finden. Das ist der Plan. Ob er aufgeht, wer weiß. Ich frage mich die ganze Zeit, war diese Öffnung jetzt hier schon? Ah, dieser Baum. Was ist mit diesem Baum? Ah, so viele Fasern. Wir stellen uns jetzt mal hier hin und wir angeln. Ah, die Händlerin. Weizen, Blaubarsch, Kieferntee, Sardelle, Ahornsirup, Apfel, würziger Aal, Glücksmahlzeit. VGA-Paradies. Seltene Saat. Aber ich habe das Geld nicht. Die ist cool, die seltene Saat. Die ist richtig wertvoll. Ich habe diese Waren aus dem Gotoro-Reich geschmuggelt. Was denkst du, warum sie so teuer sind? Ja, aber haben wir jetzt nicht. 1000 Gold. Ich glaube, selbst wenn ich es gehabt hätte, hätte ich es mir jetzt nicht gekauft. Es dauert 28 Tage, bis es wächst. Kann nur im Herbst, glaube ich, wachsen. Das ist mir, das wäre es mir jetzt gerade nicht wert. Dun, 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 dun. Steht ein Angler am Pier und versucht etwas zu angeln. Sieht der Müll raus. Ich hätte mich... Vor allem Pierre. Pier heißt es. Und selbst dann ist der Reim nicht einfacher. Er braucht eine CD. Wir probieren es noch einmal. Und ansonsten stellen wir uns woanders hin zum Angeln. Will der Slurp schnell einen Fisch? Dann hat er was zum Essen auf dem Tisch. Da, 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 da. Ey, komm. Das bringt ja nichts. Wir gehen zum Fluss. Wir suchen da was aus dem Wasser zu ziehen. Hat der Slurp nichts an der Angel? Dann kann es sein, es gibt Gerangel. Gott. Das ist nicht meine Profession. Bitte hör auf. Kannst du einfach in Stille angeln? Das wäre schön. Yay! Kaulbarsch. Oh, okay, 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 okay. Oh, knallhart. Gibt so ein paar Fische. Die sind leider nicht so träge. Ich mag mehr die Trantütenfische. So wie ich. Wieder her, so ist geschehen. Oh, ein Schatz! Wenn hier jetzt elfische Juwelen drin sind, werde ich wahnsinnig. Es gibt, ich habe mal im letzten Let's Play ein Artefakt so exzessiv gesucht. Oh, ich dachte ganz kurz. Ah, cool, wir haben aber unsere Köder. Die können wir aber, glaube ich, noch nicht einsetzen. Genau, weil die ist noch zu schlecht dafür, die Angel. Aber noch eine Geode, das ist super. Auf jeden Fall, es gibt elfische Juwelen, die man als Artefakt finden kann. Und ich hab so ewig gebraucht, die zu finden. Und die kriegt man manchmal, wenn man an der Stelle angelt und einen Schatz dabei hat, ist manchmal in dem Schatz das elfische Juwel. Aber fragt mich mal, wie hoch meine Trefferquote war. Ja, wie hoch war deine Trefferquote? Frag nicht. Oh ja, okay. Witzig, ja. Ach ja. Wenigstens ich lache über meine Witze. Noch ein Kaulbarsch, wir sind voll. Ne, wir könnten... Eine JojaNet 2.0 Test-CD. Sie müssen Milliarden von diesen Teilen hergestellt haben. Oh, es ist diese... Ich glaube, das ist eine Anspielung auf die alten AOL... AOL-Internet-CDs. Das waren Zeiten, als man die gebraucht hat, um sich ins Internet einzuloggen. Dann hatte jeder Mensch zu Hause 400 AOL-CDs
gab es irgendwie überall kostenlos in irgendwelchen Magazinen oder Zeitungen. Und dann konnte man damit irgendwie eine Viertelstunde kostenlos ins Internet. Hier ist der Meerrettich jetzt, ich glaub's nicht. Okay, dann kommt die CD auch noch weg. Nice. Und hier sind Regenwürmer. Noch ein Buch. Perfekt. Ich dachte schon, ich muss noch irgendwas aus meinem Inventar entfernen. Aber nein, das Spiel war mir gnädig gesinnt. Wir machen einmal die Frühlingssaatsammlung. Ich verkaufe erstmal die Fische. Dann machen wir die Frühlingssaat. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen Platz. Und dann gucke ich nochmal, dass ich ein bisschen aufräume auf dem Hof mit der letzten Ausdauer. So, verkaufen, 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 verkaufen. Die Grünalge hebe ich auf. Die kann man später für einige Rezepte ganz gut gebrauchen. Die Köder können hier rein. So, und jetzt brauchen wir hiervon eins, davon eins und davon eins. Wilde Frühlingssaat, perfekt. Und wir gucken mal, dass ich... Ich mache jetzt einfach direkt hier neben der Vogelscheuche weiter. Hier, glaube ich, sind es in jede Richtung, die die Vogelscheuche abdeckt. Waren es 4 oder 8? Oh, ich weiß gerade gar nicht. Waren es 8 in eine Richtung oder 4 in eine Richtung? Also ich meine im Sinne von Richtung, meine ich Westen, Osten und sowas. Okay, ich pflanze jetzt einfach mal ein. Das reicht, glaube ich, eh schon. Ohne Pastinake, die noch fertig war. Sehr gut. Die habe ich übersehen. Wir brauchen noch eins. Zack. Cool. Dann können wir die Pastinake gerade noch verkaufen. Also Clint, Clint hat schon zu. Du kommst hier rein. Ich nehme mal wieder meine Werkzeuge mit. Okay. Dann räumen wir gerade noch ein bisschen auf. Ein bisschen Holz. Das Inventar. Zack. 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 Sehr gut. Ich bin so gespannt, was wir noch alles an Geheimnissen entdecken werden. Neuerungen entdecken werden. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das Spiel anmache. Was werde ich finden? Werde ich was finden? Selbst wenn ich nichts finde, ist das Spiel immer noch großartig. Aber es ist so... Ah, so Klitzekleinigkeiten, die man dann doch irgendwie sieht, machen mich happy. Bei manchen Dingen weiß ich gar nicht so, wo ich mich frage, war das schon immer so? War das schon immer so? Oder... Oder bilde ich mir gerade nur ein, dass es neu ist? Auf jeden Fall, wir brauchen auf jeden Fall... Ich glaube, was brauchen wir denn für das Silo? Brauchen wir Holz oder brauchen wir... Stein. Ich glaube, wir brauchen Steine für das Silo. Das Silo ist echt gut zu haben jetzt, wie gesagt, wenn wir die Hühner haben. Dass wir da relativ schnell Heu sammeln können. Und dann irgendwann den Hühnerstall noch aufwerten. Aber das ist alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Jetzt erstmal ein bisschen Ausdauer raushauen. Könnten eigentlich auch nochmal in der Kneipe vorbeischauen, ob da noch irgendwas los ist um die Uhrzeit. Aber wir machen das noch. Wir gehen nochmal schnell in die Kneipe und sagen da nochmal den Leuten Hallo. Sonntagabends. Da sind eigentlich alle zu Hause und gucken den Tatort. Tatort? Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, was ich auch gehofft habe, was so ein bisschen eingefügt wird, ist, dass Musik läuft, wenn es regnet. Ich mag die Stardew Valley-Musik total gerne, aber wenn es regnet, ist halt gar nichts. Das ist so ein bisschen... Hey, der Name ist Slurp, richtig? Richtig. Ah, schön. Ich brauche etwas Aufwärmung, bevor ich für eine weitere kalte Nacht auf dem Ozean bereit bin. Hi Slurp, in letzter Zeit irgendwas Interessantes in der Bibliothek gelesen?
Hihi, nun, man sieht sich dann. Heute wäre ein guter Tag, um die Minen zu erkunden. Wer weiß, vielleicht findest du ein paar seltene Erze. Hier noch was? Nein. Hat der Fernseher da auch schon immer gestanden? Das sind so Sachen, wo ich mich frage, war das schon immer so? Ist das neu? Pam scheint abgelenkt. Lass sie gerade besser alleine. Na gut. Vielleicht sollte ich heute etwas Neues und Aufregendes kochen. Etwas Scharfes. Okay, kann ich hier noch irgendwas verkaufen? Nein. Gibt hier was Neues? Schokoladentorte, dreifacher Espresso. Okay. Die Rezepte brauchen wir auch noch, aber nicht jetzt. Wir haben eh noch keine Küche, von daher lohnt sich das gar nicht, da Geld auszugeben. Ich konnte es auch, glaube ich, gerade gar nicht kaufen, wenn ich es richtig gesehen habe. Nee, wir gehen jetzt gerade einfach... Wir gehen nach Hause, wir gehen ins Bett. Und schauen morgen wieder rein. Ich hoffe jetzt auch mal langsam, dass Louis auftaucht, um uns das Gemeinschaftszentrum zu öffnen. Weil es jetzt langfristig das nächstgrößere Ziel, was abgearbeitet werden muss, dass wir da die richtigen Ressourcen sammeln, um das dann aufzuwerten und schöner zu machen. Aber dazu muss Louis erstmal vorbeikommen und sagen, hallo, bitte, nicht wahr? Also hier, wir brauchen dich. Dann kann ich mein Superhelden-Cape umwerfen und die Ressourcen sammeln. Oh, ich glaube, wir haben genug. Oh, wir können uns den Rucksack kaufen. Das Leben ist gut, ich freue mich. Ab jetzt wird alles entspannter für mich. Ansonsten, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so war, klickt doch auf Gefällt mir. Das würde mich sehr freuen. Einmal einen Daumen hoch. Und wenn ihr neu seid und Spaß habt, klickt doch auf Abo. Dann sehen wir uns in den nächsten Folgen auch wieder. Und ansonsten, habt eine gute Zeit, habt einen schönen Tag, bleibt anständig und wir sehen uns. Ciao!